Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Christoph Saring und heute beschäftige ich mich mal mit der Windows Sandbox und wie man mit dieser gefahrlos aus dem Internet heruntergeladene Programme ausprobieren kann. Obligatorisch wie immer, wenn euch das Video gefällt, dann nutzt doch diesen wunderschönen roten Abonnieren-Button. Und wenn ihr das nächste Video auch sehen möchtet und da benachrichtigt werden wollt, dann gibt es da noch so ein Glöckchen. Drückt doch auch nochmal dort drauf. So, nun zu unserem Thema. Es passiert ja immer wieder mal, dass man irgendeine Software aus dem Internet mal herunterlädt und ausprobieren möchte, bevor man sie kauft. Natürlich weiß man nicht, funktioniert die oder funktioniert die nicht. Und mit jeder Installation, die man auf dem System macht, hat man das Problem, dass man bestimmte Einstellungen geändert werden oder halt man auch dem Risiko ausgesetzt ist, dass man sich irgendwelche Schadsoftware auf dem System einzieht. Also wäre es doch schön, wenn man einfach das ganz gefahrlos ausprobieren kann, ohne dass das eigene System kompromittiert wird. Diese Funktion, die bietet die Windows Sandbox. Das heißt, das ist im Prinzip eine virtuelle Maschine, die jedes Mal, wenn die gestartet wird, eine saubere, frische Windows-Installation bietet, die im Prinzip der Windows-Version entspricht, die gerade unten drunter läuft. Der Vorteil gegenüber irgendwelchen virtuellen Maschinen einzurichten mit Hyper-V, VMware oder wie auch immer die ganzen Systeme heißen, dass man fast keine Kenntnisse über Virtualisierung haben muss. Die einzige Voraussetzung ist, dass das eigene System, also das heißt, dass die CPU auch Virtualisierung unterstützt. Die Windows Sandbox, die kann man seit Mai 2019 ab der Windows-Version Home aktivieren. Hat damals noch nicht ganz zuverlässig auf jedem System funktioniert. Zumindest bei mir gab es eine Fehlermeldung beim Starten, bei vielen anderen auch. Inzwischen durch ein paar Updates funktioniert das tadellos. So, wie aktiviert man denn nun diese? Also man würde das ja typischerweise hier drin suchen, weil Windows-Apps werden ja hier auch immer frisch nachinstalliert, findet man nicht. Das heißt, muss man wissen, geht man mal hier auf die Einstellungen und dann tippt man hier oben einfach mal ein Windows-Funktionen und dann bekommt man hier Windows-Features aktivieren oder deaktivieren. Man kann auch Features oben reinschreiben, also so intelligent ist das. Dann geht man einfach mal hier drauf und dann scrollt man ein bisschen herunter und man findet hier das vorletzte oder im vorletzten Eintrag die Windows Sandbox. Dann drücken wir einfach mal das Häkchen an. Dann wird das ganz einfach installiert, dauert ein bisschen. So, und jetzt möchte der natürlich das System erstmal neu starten. Das ist natürlich ein bisschen unglücklich. So, da sind wir wieder nach dem durchgeführten Neustart. Jetzt findet man die Sandbox einfach hier in dem Menü drin. Ich habe sie mir hier schon in das Startmenü verknüpft. Um jetzt nicht zu suchen, tippt man einfach mal hier Send ein, also abgekürzt einfach, und dann wird hier angezeigt. Jetzt kann man die natürlich hier, also wenn die jetzt markiert ist hier, an Start anheften oder lösen oder halt an die Taskleiste anheften oder lösen. Wir starten das jetzt mal. Und jetzt sehen Sie einen schwarzen Bildschirm. Das ist eine Administrationsaufforderung. Also das heißt, die Sandbox lässt sich aktuell immer noch nur starten, wenn man Administratorrechte hat. Das heißt, ich bin hier als normaler User angemeldet und muss halt meinen Username und Passwort eingeben, um die Sandbox starten zu können. Beim normalen, also wenn man Adminrechte hat auf dem Rechner, da kommt halt bloß eine OK-Meldung und dann muss man dann Ja oder Nein drücken. So, nun sehen wir hier ein frisches Windows 10 in der Sandbox. Die Internetverbindung ist bereits aktiviert, das heißt, es wird einfach durchgeschleift. Ich will das jetzt nicht technisch erklären. Wenn wir jetzt mal aufs Startmenü gehen, sehen wir, dass wir alles in Englisch sehen.
auch hier die Suche unten. Das heißt, das ist eigentlich eine englische Variante des Systems. Man könnte jetzt die deutsche Sprache aktivieren. Das hat aber keinen Sinn, weil man beim nächsten Start der Sandbox alles wieder zurückgesetzt hat. So, die Sandbox hat natürlich ein paar kleine Einschränkungen. Die erste ist natürlich, dass wenn man jetzt ein paar weitere Laufwerke am System hat, die sieht man nicht. Das ist eine virtuelle. Das hat nichts mit der Festplatte, die man lokal hat, zu tun. Die ist auch relativ klein bemessen. Das heißt, irgendwelche Rieseninstallationen sollte man da jetzt nicht drin machen. Lässt sich auch nicht so ohne weiteres ändern. So, und die zweite Einschränkung ist natürlich das Netzwerk. Sollte man in dem Netzwerk, also es kommt jetzt so eine Fehlermeldung, jetzt kann man natürlich, wie man es kennt, hier die Netzwerkerkennung einschalten. Und was man dann sieht, ist, dass man hier im Prinzip ein eigenes Heimnetzwerk hat. Das heißt, das ist jetzt die virtuelle Maschine und das ist irgendeine zweite Instanz. Ist es aber kein Gerät des lokalen Netzwerkes, was man selbst hat. Das heißt, wenn ich mal hier das lokale Netzwerk öffne, sehe ich das so. Das heißt, da sind jetzt Fritzbox, die Drucker und alles mögliche anderes, was hier gefunden wird. Darauf hat man in der Setbox natürlich keinen Zugriff. Das ist aber auch schon der reine Schutz, damit nicht irgendwie ein Trojaner oder Virus auf das heimische Netzwerk oder auf die Geräte im heimischen Netzwerk überspringen können. So, nun möchte man ja was installieren, das heißt, man kommt ja nicht ran an einen CD- oder USB-Stick, beziehungsweise auch nicht auf irgendeine lokale Netzwerkfreigabe. Da muss man halt den Umweg gehen, dass man über irgendeinen Cloud-Anbieter geht. Also zum Beispiel, ich würde das über meine Nextcloud-Installation machen oder Instanz machen. Oder wenn man OneDrive hat, dann nimmt man OneDrive oder halt Dropbox oder was auch immer. So, ich installiere jetzt einfach mal irgendetwas. So, gehen wir mal hier auf Google und sagen PDF Creator zum Beispiel Download. Und da sind wir jetzt mal ganz mutig, passen jetzt gar nicht auf, von wo wir jetzt irgendwas runterziehen. Und installieren das mal einfach. Im Hintergrund geöffnet. So könnte man sogar auf Deutsch umstellen, jetzt in dem Fall. So, und Installation fertig. Natürlich ging jetzt auch gleich 1000 Fenster auf. Können wir ja schließen. Das ist jetzt der Browser. Und dann sieht man hier zum Beispiel, dass man bei diesem Tool sich hier irgendwo registrieren muss, damit das funktioniert. Das wäre schon ein Ausschlusskriterium überhaupt für mich. Das heißt, gefahrlos kann man jetzt hier einfach. Nein. Das alles schließen. Und wenn man jetzt das System neu startet, ist es wieder sauber, beziehungsweise wenn man jetzt die VM beendet. Wenn man jetzt hier auf Shutdown geht, ist ja runtergefahren, also es ist eine Fehlermeldung, kann man ignorieren. Backup geht auf. Und wenn wir jetzt sozusagen das Windows oder die Sandbox neu starten, da sehen wir, dass das PDF-Tool oder der Creator wieder entfernt ist. Nochmal, da kam ja noch was. So, das ist jetzt nur eine Internetsuche, aber im Prinzip der Creator ist entfernt. Genauso könnte man jetzt auch im Internet surfen und alle möglichen kritischen Seiten besuchen, beziehungsweise Seiten, wo man den Verdacht hat, dass da irgendwie was nicht in Ordnung ist, beziehungsweise
würden nach dem Neustart auch jegliche Spuren, wo man unterwegs gewesen sind, entfernt sein. So, wie sieht das hier nun aus mit Software, die einen Neustart benötigt? Das können wir jetzt mal ganz kurz demonstrieren, dass das typischerweise ein Problem ist. Und zwar, ich nehme jetzt mal die Software teamdrive.com. Ein bisschen groß. So, Download. Und dann nehmen wir jetzt einfach mal den Client. Wir starten den gleich. Öffnet sich im Hintergrund und wir installieren den jetzt einfach mal durch. Also zum Beispiel braucht er unbedingt, damit dieses virtuelle Dateisystem funktioniert, einen Neustart. Auf Finish und jetzt drücke ich mal bewusst nicht hier auf den Neustart, sondern drücke hier mal auf No. Und damit das ordentlich funktioniert, also kann ich mal kurz suchen. TeamDrive, die App ist hier jetzt installiert. Das heißt, wenn ich die jetzt hier anklicke, würde die sich ja auch öffnen. Wie gesagt, noch nicht vollständig. Also das heißt, die ist jetzt installiert. Und wenn ich jetzt hier gehe auf Restart, dann passiert das. Das heißt, die Verbindung zur Sandbox, also zu dieser virtuellen Maschine, ist verloren gegangen. Und die komplette Sandbox wird geschlossen. So, wenn wir die jetzt starten, ist das TeamDrive natürlich wieder weg. Das heißt, das ist natürlich ein Problem, wenn man rumprobieren will, dann kommt man an der richtigen virtuellen Maschine nicht dran vorbei. Ich hoffe, ich war euch wieder nützlich. Abonnieren nicht vergessen. Wenn ihr irgendwelche speziellen Wünsche habt, dann bitte an mein.wunsch@prascott.de eine kurze E-Mail. Ich werde versuchen, das so schnell wie möglich in ein Video umzusetzen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag und eine schönen Start in die Arbeitswoche. Tschüss, euer Christoph.